Moin Moin Leute, herzlichen Dank mal wieder fürs Einschalten auf unserem Kanal. Kleinvieh macht auch Mist, was zeige ich hier an die Seite? Ich wollte eigentlich nach oben zeigen. Danke, dass ihr euch mal wieder die Zeit nehmt und bei uns vorbeischaut. Wird sich mal wieder lohnen und ich glaube, ihr habt auf jeden Fall fleißig auf das Video jetzt geklickt wegen Flohmarkt. Die Flohmarkt-Saison geht ja wieder los. Da kommt heute auch mega viel zu richtig geile Live-Aufnahmen. Für alle Leute, die neu eingeschaltet haben, wir suchen ja immer günstige Sachen auf dem Flohmarkt, auf eBay Kleinanzeigen, im Internet. Wir hatten ja so einen Otto-Deal schon alles. Wir hatten ja schon viele Online-Deals schon gezeigt, um die einfach günstig einzukaufen, um sie dann teurer weiter zu verkaufen oder um sich eine geile Videospielsammlung aufzubauen und sich einfach gutes Geld nebenbei dazu zu verdienen. Ja, im heutigen Video wird richtig cool. Wie gesagt, kommen Live-Flohmarktaufnahmen. Ich laber auch gleich. Sprachen lernen, Bubble. Und ich laber auch gar nicht zu lange. Die kommen sofort, keine Angst. Was mir noch wichtig ist, Leute, checkt mal bitte unseren Instagram-Account ab. Da geben wir uns, wie gesagt, echt Mühe. Der sieht so aus. Da bringen wir fast immer tägliche Posts zu Videospielen, zu Brettspielen, zu Fashion, was auch immer. Und nochmal danke an alle Leute, die sich unser letztes Video angeschaut haben. Das war der Fund des Jahrhunderts, so haben wir es genannt. Wir haben ein 3.000-Euro-Paket gefunden und ich glaube, Daniel hatte dann 230 Euro ungefähr bezahlt. Das war unfassbar. Klickt gerne, ich zeige euch nochmal hier das Bild, klickt da gerne nochmal rauf und dann könnt ihr euch das nochmal anschauen. Aber Leute, wir labern nicht zu lange. Wir nehmen euch jetzt direkt mit auf den Flohmarkt. Viel Spaß mit dem Video, Leute. Ciao, ciao. Morgen. Kostet ja ein Spiel? Morgen, was kosten die Kisten oder wie? 50 Alles durcheinander. Alles klar. Dankeschön. So, ja, das waren jetzt schon mal die ersten drei Aufnahmen. Keine Angst, Leute, es geht gleich weiter. Die coolen Sachen kommen gleich noch. Was mir mal wichtig ist, Leute, schreibt bitte in die Kommentare oder lasst es uns wissen, wenn wir irgendwas übersehen haben, beziehungsweise wenn ihr was gekauft hättet. Ja, ihr habt die ersten Aufnahmen gesehen, da war jetzt nichts für mich dabei. Ich habe da mal nach Spielen gefragt, ob PlayStation 3 Spiele lagen da. 5 Euro das Stück war mir dann zu viel, habt auch nichts Besonderes gesehen. Lego war immer, finde ich ja immer interessant. Ihr habt ja noch den Fail vom letzten Mal mitbekommen. Da habe ich das Lego-Paket leider nicht gekauft, diese Riesenkiste für 20 Euro. Und ich glaube, sie wollte ja für diese drei Kisten 70 Euro haben, war mir auf jeden Fall zu viel. Sie meinte auch, es ist unvollständig. Deswegen habe ich es liegen gelassen. Weiter geht's. Ja, ja, ich guck mir das an. Und das Netzteil hierzu? Nee, das gehört zusammen, das wird ja gekoppelt. Ja, ja, aber dann musst du ja noch. Controller habt ihr nur den hier dabei? Und funktioniert die noch? Ja, alles okay. Was wäre jetzt da der letzte Preis? Ja, Spiele ist halt nichts mehr so wirklich zu spielen. Ich hätte jetzt 50. Ich möchte auch nicht für die Konsole genommen. Ich hätte 50 Charakter. Ja. So Leute, ja, bevor ich euch jetzt die Wii U vorstelle, ich darf es noch gar nicht vergessen, Daniel kommt natürlich auch noch in dem Video, der reagiert später dann nochmal auf richtig coole Flohmarktaufnahmen, auf einen richtig krassen Community-Deal, den einer von euch ja gemacht hat. Schickt uns daher gern immer eure Funde, die ihr so findet, schickt uns die gerne auf Instagram. Was hat er noch? Achso, dann ein riesen eBay-Kleinanzeigen-Deal, ich glaube, den hat auch irgendjemand gemacht, also das kommt alles später, Leute. Jetzt habt ihr es gerade im Video gesehen, Wii U
Viele wissen es ja, ich feiere die Wii U extrem. Richtig geile Konsole von Nintendo, die ja super unterschätzt ist, beziehungsweise die ja komplett bei Nintendo gefloppt ist von den Verkaufszahlen. Aber wenn ich sowas auf dem Flohmarkt sehe, dann nehme ich die natürlich mit. Ich wollte am Anfang 80 Euro haben, ihr habt es im Video gesehen. War mir auf jeden Fall zu teuer, weil die Spiele waren auch schon, die guten Spiele waren auch schon alle weg. Da lagen jetzt nur noch ein paar Spiele nebenbei. Aber für 80 Euro konnte ich die ja nicht liegen lassen. Aber ich verhandle natürlich, das ist ja Flohmarkt, das macht man immer. Und ihr habt es gehört, ich habe sie dann am Ende für 50 Euro bekommen. Warum ich sie so interessant fand, die ist einfach in einem Top-Zustand. Also das ist echt krass. Ich finde, der Zustand ist mega gut. Kann man wirklich nicht meckern. Alle Kabel sind dabei und es ist auch die weiße Variante, die weiße Wii U. Die ist, glaube ich, ein bisschen seltener, aber die hat auch weniger Speicherplatz, soweit ich weiß. Und ja, die, allein der Zustand, die sind auch die originalen Hefte dann dabei, die Anleitung. Mega gut und so eine Wii U wird ja auch immer teurer im Preis, deswegen die geht aktuell schon für über 100 Euro weg, wenn sie im guten Zustand ist. Und ich habe 50 Euro bezahlt, also dann mal ganz sicher 60 Euro Gewinn. Und ja, war jetzt sogar noch so ein durchsichtiger Controller dabei. Ich habe alles schon probiert, es funktioniert auch. Ist, glaube ich, jetzt kein originaler Controller, beziehungsweise ich weiß es, dass es kein originaler Controller ist. Aber er funktioniert, das ist das Wichtigste und die Kabel liegen auch hier unten. Erst hatte ich das Netzteil nicht gesehen, wo man das Pad dann aufladen kann, weil das Pad, Leute, ist das Wichtigste bei der Wii U. Wenn ihr das nicht habt, könnt ihr, glaube ich, nur Mario Kart spielen. Also ohne das Ding hier geht gar nichts. Aber Leute, weiter geht's. Was soll der Nintendo kosten? Oh. Und das hier? Spiele dafür habt ihr nicht, ne? Nur die hier. Also danke erstmal, ja. Ja Leute, wenn euch schon mal so eine Aufnahme von uns gefallen, lasst doch bitte mal den Daumen nach oben da. Das könnt ihr hier unten irgendwo machen. Das würde uns mega helfen und uns würde uns unterstützen. Und wir wissen, es gefällt euch. Ja, kommen wir zum nächsten Fund, nämlich den Nintendo 2DS XL. Wo ist er denn? Nirgendwo ist er. So eine Scheiße, Leute. Ich ärgere mich immer noch, dass ich ihn nicht gekauft habe. Ihr habt es gehört, die Verkäuferin wollte 30 Euro dafür haben und meinte ja direkt, da ist kein Ladegerät dabei. Und ich weiß auch nicht, was mit mir los war. Ich habe ihn dann einfach liegen lassen. Ich hätte ihn, denke ich mal, safe für 20 Euro bekommen. Also hätte man natürlich auf jeden Fall verhandeln können, wenn sie sagt, das Ladegerät ist nicht dabei. Aber ich habe ihn nicht mitgenommen. Ich ärgere mich jetzt extrem, dass ich ihn liegen gelassen habe. Nämlich mit so einer OVP, wie er war, geht er safe für 70 Euro weg. Was heißt safe? Also er geht bestimmt 60 bis 80 Euro, geht er auf jeden Fall weg. Und wäre auf jeden Fall so, denke ich mal, 40 Euro Gewinn gewesen. Ich habe ihn nicht mitgenommen. Ihr seht den Preis mal hier unten eingeblendet, für was sowas schon mal weggegangen ist. Aber was soll man machen? Da bin ich dann später nochmal hingegangen zu dem Stand und dann war er natürlich schon weg. Meine eigene Schuld, Leute, egal, ich gönn's jemand anderem. Und jetzt würde ich mal sagen, gehen wir mal ab zu Daniel. Ich bin gespannt, was er euch alles zeigt und wir sehen uns dann nochmal wieder, Leute. Bis dann. So, Freunde der Sonne, meine Spürnase hat mich wieder zu einem heftigen Fund auf Kleinanzeigen bewegt. Und da habe ich wieder was gefunden, das sprengt wieder den Rahmen, ich weiß nicht mal, wo der Rahmen ist, aber der sprengt einfach alles. Und zwar hat da jemand für 2000 Euro ein riesengroßes Paket angeboten. Da waren OVP-Sachen drin von allem möglichen, was dabei war. Ihr seht auch hier in der Ecke war da auch so ein Gameboy-Koffer, ich glaube sogar zwei. Da waren andere Sachen, die man wirklich nur ganz, ganz selten findet. Da war auch Vampire Kiss ganz unten zu finden. Und ihr wisst ja aus dem vorletzten Video mittlerweile, was Vampire Kiss wert ist. Und dass es wirklich eines der top gesuchten Spiele ist für die Super Nintendo. Für 2000 Euro ist es natürlich ein absoluter Toppreis. Ich habe das alles mal grob überschlagen. Man würde pipapo so 5.000, 6.000 rausholen, wenn man alles verkaufen würde. Leider habe ich es nicht bekommen. Ich wäre sogar aus Berlin nach Essen gefahren. Es würde sich trotzdem lohnen. Ja, jemand anderes hat es bekommen. Vielleicht war es auch ein Fake, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn jemand so gesammelt hat, dass er das dann für 2000 Euro hergibt. Er schreibt in der Beschreibung aufgrund von Corona. Aber ja, ich kann es mir nicht ganz vorstellen. Ich kann mir sogar denken, dass der einfach einen Spaß sich machen wollte, was die Leute so schreiben, wer sich dabei meldet. Ja, das war es erstmal von diesem geilen, coolen Fund. Und ich zeige euch jetzt mal schöne Flohmarktaufnahmen, worauf ich reagieren werde. So Leute, ich war auf einem Hipster-Flohmarkt unterwegs und da konnte ich mit meinen Augen Dr. Martens Stiefel an einem Stand erkennen und bin dann hingegangen. Da war schon ein anderer, der in der Diskussion war wegen der Nike-Schuhe. Er wollte 5 Euro bezahlen, die Frau wollte 30, die kam nicht zusammen.
Vielleicht kamen wir ja zusammen. Nein, wir kamen auch nicht zusammen. Die Frau wollte 60 Euro. Das war mir natürlich viel zu viel. Ich kriege die auch deutlich günstiger. Und dann bin ich weitergegangen. Ihr seht es. So, am nächsten Stand habe ich ein bisschen Kleinkram mir angeschaut und da dachte ich, ich werde ein paar coole Figuren finden. Hab gekramt, aber leider nichts gefunden. Ja, vielleicht habt ihr was Cooles erkannt, ich hab's nicht. Dann kam ich an einem Stand an, wo ich einen PS1-Controller gesehen habe und auch einen Xbox-Controller sehe ich gerade. Ich schaue gerade immer auf den Laptop runter. Und ja, da wollte die Frau irgendwie 10 Euro pro Controller, war mir natürlich zu viel und da bin ich weitergegangen. Dann bin ich bei alten Coca-Cola-Gläsern stehen geblieben, beziehungsweise hängen geblieben, hab mir die angeguckt, aber haben mir nicht gefallen und bin dann wieder weggelaufen. Dann bin ich an einem Stand angelangt, wo ich echt 2-3 Mal grübeln musste. Ich habe hier so einen alten CD-Player von Aiwa gefunden und ja, mit so einer coolen MTV, es war so eine MTV-Edition, so ein cooles Logo war da drauf. Und ja, sie wollte 5 Euro, habe ich nicht mitgenommen. Ich weiß nicht, ich habe nichts auf eBay gefunden. Habe ich jetzt im Nachhinein bereut, das wäre ich etwas. Im nächsten Clip habe ich hier die Wii gefunden und ich dachte, jetzt mache ich einen Schnapper. Aber der Herr wollte ganze 50 Euro dafür haben. Da bin ich dann ebenfalls sofort wieder losgerannt. Und für die Schwarze wollte er 40 Euro. Das war mir ganz klar viel zu viel. So Leute, hier seht ihr eine Aufnahme aus Österreich, die mir einer zugeschickt hat. Und als erstes seht ihr ein paar Modellautos, hier ein paar Playstation-Spiele, die aber allesamt nicht so interessant sind auf den ersten Blick. Und man sieht schon, die Auswahl, die er hat, ist wirklich groß. Das lässt darauf schließen, dass er wohl ein Händler ist. Ich würde da jetzt nicht viel Zeit verbringen, weil während der Zeit könnte ich jetzt schon woanders 2-3 andere Stände anschauen, wo was Cooles zu finden ist. Aber der Stand sieht cool aus, allein die Lego-Figuren sehen auch extrem spannend aus. Und was hat er da noch? Oh, die Gameboys, die sind cool. Ein gelber Gameboy, ein blauer Gameboy. Auf jeden Fall ein geiler Stand, muss man sagen. Eine riesen Auswahl. Sowas findet man auch nicht alle Tage. So, zu guter Letzt gibt es noch einen richtig, richtig nicen Community-Pickup, den einer aus unserer Telegram-Gruppe geschossen hat. Und zwar zeige ich euch mal, was er alles gefunden hat. Ihr könnt ja mal ganz kurz schätzen, wie viel er wohl bezahlt hat. Nein, ich werde es euch sagen, 180 Euro hat er bezahlt. Er hat mir auch einen Screenshot von der Überweisung geschickt. Und ja, für 180 Euro ist es natürlich ein übelster Schnapper, weil alleine Terranigma, was in dem Paket mit dabei war, habe ich natürlich auch am Start. Ups, verkehrt herum. Allein dieses Spiel bringt ja schon knapp 120 Euro und da sind ja noch andere Kracher, Knaller mit drin, wodurch dann alles im Verkauf knapp 700, vielleicht auch 800 Euro bringen würde. Deswegen kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Ist immer wieder einfach nur Wahnsinn, was andere Leute noch so finden. Vor allem der Kollege, der schickt mir regelmäßig solche Fundes zu. Und das ist einfach der Wahnsinn, was er da für einen Trick wahrscheinlich hat, dass er so geile Sachen immer findet. Ja, und nochmal kurz zu dem Spiel. Ich bin ganz ehrlich, ich hatte das noch nicht mal einmal richtig aufgemacht und reingeschaut. Deswegen machen wir das mal zusammen auf und ich hoffe, ich reiße jetzt nichts ein. Das wäre eine Katastrophe. Er hatte mich auch gefragt, ob hier der Spieleberater mit drin ist. Und da habe ich gerade mal reingeschaut und gesehen, ja, der Spieleberater ist drin. Und der sieht auch noch ziemlich gut aus, also er sieht aus wie geleckt, muss man sagen. Bin ich sehr froh, dass er mit drin ist, weil der Spieleberater ist wohl relativ selten, vor allem in dem Zustand. Und ja, das Game sieht auch noch super aus, deswegen bin ich sehr froh, das gefunden zu haben. Und es steht weiterhin noch in meiner Sammlung und das werde ich auch nicht verkaufen, das gute Ding. So Leute, ich bin wieder da. Es waren ja mega krasse Sachen, die Daniel da euch gezeigt hat, beziehungsweise auf die Sachen, die er reagiert hat. Also wenn das kein Fake war mit dem Typen, der das da angeboten hat, man darf es dann natürlich wieder nur abholen. Und Leute, ihr wisst alle selber Bescheid, lasst euch da nicht verarschen. Ihr müsst da immer aufpassen, wie ihr bezahlen könnt. Und wenn da nur Abholung ist, darauf wollen die Leute hinaus, dass ihr denen dann schreibt, dass ihr dann noch mehr bezahlen würdet. Ihr wisst schon, was ich meine. Passt da wie gesagt auf. Und ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen, wenn euch das gefallen hat, was wir euch immer zeigen, drückt ihr gerne unten mal den Daumen nach oben. Vielleicht drückt ihr auch den Daumen nach unten, dann kann ich es leider auch nicht ändern. Und abonniert bitte den Kanal. Das wäre mega cool. Das ist ja komplett kostenlos und ihr würdet nichts mehr verpassen. Und wir geben uns jetzt extrem Mühe. Wir probieren jetzt auch 2 Videos die Woche mal rauszubringen. Aber wir wollen natürlich, also es ist mega zeitaufwendig und wir wollen natürlich nur geile Sachen für euch produzieren. Ich glaube, es geht im nächsten Video wieder weiter mit einem Amazon-Paket oder einem eBay-Restpost-Paket. Ich bin mir nicht sicher, das eine Video von uns ist ja mega gut bei euch angekommen. Deswegen, da machen wir auch mit weiter. Und ja, ich hoffe, euch geht's gut. Ihr bleibt alle gesund und seid fleißig. Eure Jungs von Kleinvieh macht auch mit, Leute. Bis dann und schönen Abend euch oder schönen Tag euch noch. Ciao, ciao.